Hallo, ihr lieben Sucherinnen und Freunde der Sternenkräfte. Hier ist Martin von Ad Astra, euer Sternenbegleiter. Und heute möchte ich euch wieder einmal etwas über die Woche erzählen. Eine wirklich besondere Woche. Es bildet sich nämlich ein großer Drache am Himmel. Drum würde ich diese Woche etwas fantasievoll betiteln als der Ruf des Feuerdrachen. Ja, wieso ein Feuerdrache? Das zeigt sich eben aus der Kombination von drei Kräften in Feuerzeichen. Und die drei Feuerzeichen sind, wie sicher die meisten von euch wissen, Widder, Löwe und Schütze. Und die Sonne steht ja schließlich seit einigen Tagen bereits im Zeichen Schütze. Diese Woche läuft, nachdem sich der Drache am Himmel gebildet hat, dann als Finale auf einen Neumond im Zeichen Schütze zu. Das ist dann genau am Sonntag, den 1. Dezember. Diesen Neumond werde ich wie üblich dann auch extra besprechen. Also in diesem Video nur kurz darauf hingewiesen, dass eben am Ende der Woche der Neumond in Schütze sich bildet, zeitgleich mit einem rückläufigen Merkur ebenfalls in Schütze. Also ein zwar feurig und vorantreibendes Setting, aber mit dem rückläufigen Merkur in Schütze gleichzeitig auch irgendwo nachdenklich und mehr nach innen führend. Diese Kombination ist besonders wichtig für die Energien dieser Woche. Also der Schlüssel für die Woche ist bei allem Tatendrang, bei aller Kraftentwicklung trotzdem bei sich bleiben, trotzdem auch immer wieder zur Ruhe kommen und die Innenschau auf keinen Fall vernachlässigen. Der Merkur ist rückläufig, also der Schütze Merkur ist rückläufig ab Dienstag, 26. November und vorher war er auf 22 Grad Schütze stationär. Das heißt, dass Merkur, der ja unsere Gedankenwelt betrifft, uns versucht, mehr zur Ruhe zu bringen, zum Innehalten zu bringen, unseres ständiges Gedankenkarussell, das in Schütze natürlich mit vielen Ideen vor sich hintreibt, ein wenig zu mäßigen und damit vor allen Dingen ab Dienstag, aber auch schon vorher eigentlich, wenn Merkur stationär ist, die Aufforderung, uns zu klären, ja, sozusagen in der Weise nachzudenken, dass auch genug Raum für das Spüren ist und für die Intuition genügend Raum bleibt. Und das geht eben nur, wenn wir uns mal von medialem Dauerfeuer etwas zurücknehmen und in die Natur gehen, bei uns sind und auch mal eben allein sind. Dieser rückläufige Merkur wird uns bleiben bis zum 16. Dezember. Dann wird er wieder stationär und wechselt in die Direktläufigkeit. Also über Weihnachten ist der Schütze Merkur dann wieder direktläufig. Das Ganze verlängert dann die aktuelle Opposition zwischen Merkur in Schütze und Jupiter in Zwillinge. Letztlich eigentlich dann bis Ende Dezember, weil um Weihnachten rum dann diese Opposition durch die Direktläufigkeit des Merkur dann wieder entstehen wird. Und das ist ja eine besonders spannende Opposition, die für diese Woche auch wichtige Auswirkungen hat, weil Merkur steht im Zeichen des Jupiter in Schütze, Jupiter steht im Zeichen des Merkur in Zwillinge. Also eine sogenannte Rezeption. Die beiden sind sozusagen verschränkt mit ihren Sternzeichen. Und damit geht es also offensichtlich auch in dieser Woche noch weiterhin sehr stark um Kommunikationsprozesse, um Fragen, welches Wissen ist für uns das Richtige, welches ist überflüssig und können wir abgeben. Also zu viel Zwilling im Sinn von unnützes, oberflächliches, reines
Verstandeswissen, das wir nicht brauchen. Und Jupiter ist ja das Wissen, das nach Weisheit und Sinnfindung strebt. Also da könnten wir große Fortschritte diese Woche machen. Die Sonne in Schütze, die unsere Zielorientierung ja auch Richtung Sinnhaftigkeit, Richtung Berufung lenken möchte, verlässt das sehr kraftvolle Sextil zu Pluto in Wassermann diese Woche, aber durch den großen Drachen, den ich jetzt gleich näher beschreiben werde, wird letztlich der Kontakt zwischen Sonne und Pluto noch verlängert. Und Sonne und Pluto in harmonischer Verbindung heißt ja, dass wirklich eine große Intensität entsteht, darin mich zu fragen, wer bin ich denn im Kern meiner Identität und was will ich damit in der Welt gestalten? Der Pluto ist da nachdrücklich und bleibt dran und fordert uns heraus, noch genauer hinzuschauen. Wer bin ich, was will ich mit diesen Kräften, die mir mitgegeben worden sind, in dieses Leben wirklich gestalten? Sonne ist ein hoher Gestaltungs- und Ausdruckswille. Ja, die einzigen wirklich exakten Aspekte zum Pluto in Wassermann, der ja diese kollektive Neuwerdung vorantreibt, werden eigentlich diese Woche vom Mond nur gebildet, nämlich am 25. am Montag steht der Mond, der Waagemond in Trigon zu Pluto in Wassermann, also zwei Luftenergien, die sich hier verbinden. Das heißt, am Montag können wir diese neuen kreativen Schwungkräfte des Pluto in Wassermann vielleicht besonders gut auch spüren. Und am Donnerstag, den 28.11., haben wir dann den Skorpionmond, allerdings in Spannung zu Pluto in Wassermann. Ja, das ist immer die Frage, wie spüren wir so eine Spannung, mehr als kreative Reibung oder vielleicht auch als gewisse Frustration, dass ich das, was hier neu werden möchte, noch nicht so ganz fassen kann oder vielleicht noch nicht so ganz erspüren kann. Aber jetzt schauen wir uns mal diesen großen Drachen an. Ihr seht ihn hier in der Grafik. Die Sonne in Schütze, Feuer. Mars in Löwe, ebenfalls Feuerenergie und Mondknoten in Widder. Diese drei Kräfte stehen in einem großen blauen Dreieck, das heißt drei Trigone, 320 Grad Winkel, die in der Astrologie als ziemlich förderlich und sich gegenseitig helfend gelten. Die unterstützen sich eben zu dritt hier. Und Pluto steht sozusagen hier an der Basis des Drachen unten noch mit verbunden, wenn auch nicht ganz exakt. Aber nachdem Sonne, Mars und Mondknoten alle relativ weit vorn in den Feuerzeichen noch stehen, wird der Pluto da mit hineingenommen, wenn wir die Aspekte ein wenig großzügig uns anschauen. Und eben am Montag wird er durch den Waagemond besonders betont. Also am Montag dürften wir die große vorwärtsdrängende Kraft dieses Feuerdrachen besonders stark spüren. Auch am Donnerstag, wenn der Mond in Skorpion den Pluto noch einmal auslöst. Ja, die drei Elemente dieses Drachen. Sonne in Schütze, wie vorher schon gesagt, Sinnfindung, der Drang nach Öffnung, nach Erweiterung. Mars in Löwe, Motivationskraft, kreatives Feuer, spielerische Energie. Mondknoten in Widder, das wären neue Wege des mutigen, direkten Selbstausdrucks. Widder, Initiativkraft. Also, wenn ihr das jetzt zusammennehmt als sich gegenseitig unterstützende Drachenenergie, dann haben wir Sinnfindung zusammen mit Motivation und kreativen Kräften und zugleich Mut und Initiative. Also da seht ihr, daraus kann jetzt diese Woche wirklich ein sehr vorandrängendes Energiefeld entstehen, wie eine schnelle Lokomotive, auf die du aufspringen könntest, wenn du gleichzeitig aber
parallel bedenkst, dass der rückläufige Merkur dich anstupst oder dich herausfordert, auch wirklich genau hinzuschauen, wo gilt es vielleicht noch ein paar alte Lösungsprozesse abzuschließen. Also das Alte, das durch den rückläufigen Merkur in unser Gedankenfeld gebracht wird, und das Neue, das durch den Feuerdrachen nach vorn schießen will, das sollte hier unbedingt zusammengedacht werden oder auch zusammengebracht werden. Das ist also sozusagen der Schlüssel, um diese Energien auch nützen zu können, nicht zu ungeduldig und zu schnell voranzuwollen, sondern erst einmal wahrzunehmen, wo gilt es vielleicht doch noch, und das könnten eventuell Kleinigkeiten sein, zu bereinigen oder Dinge abzuschließen, die so kurz vor dem Abschluss stehen, oder wo sollte ich einfach auch ein bisschen kritisch und genau hinschauen und nicht gleich mit der ganz schnellen Feuerkraft voranstürmen oder eben sofort meinen Drachen ganz schnell reiten wollen. Da fällt mir die berühmte Szene aus Avatar ein, vielleicht habt ihr das gesehen, wo der Held des Films lernen soll, einen wilden Drachen zu reiten, und er hat es natürlich noch nie vorher getan. Und das erfordert eben Geduld, die Person, die Hauptperson des Films, muss sich sozusagen mit den Gedanken, mit der Innenwelt des Drachen erstmal verknüpfen, um zu verstehen, was der Drache eigentlich ist und was er will. Und dazu braucht er einige Versuche, dazu braucht er Zeit. Er verknüpft sich dann, indem er so ein Seil, so Fäden, die sozusagen mit dem Drachenschwanz verknüpft werden, das eben zusammenfügt, und dann ist er sozusagen eins mit dem Flug des Drachen und mit der Richtung, die der Drache nehmen will, und dann kann er ihn auch mit seinen Gefühlen und Gedanken lenken. Und darum geht es diese Woche ganz besonders, wenn wir diese sehr starken, kraftvollen Energien nutzen wollen, uns erst einmal geistig vorher damit zu verbinden und zu vernetzen oder auch einen Moment abzuwarten, wo will mich diese Kraft überhaupt hintragen und hinbringen. All diese Energien fließen dann zusammen am Sonntag, dem 1. Dezember, im Neumond in Schütze. Wie zu Beginn gesagt, haben wir dann Sonne, Mond und Merkur, alle drei Kräfte in Schütze, wobei der Merkur schon noch 11 Grad entfernt ist vom Neumond, aber durch die Rückläufigkeit drängt er eigentlich schon Richtung Sonne, auch wenn er der Sonne noch nicht so ganz nahe steht. Dadurch wird dann, besonders am Ende der Woche, aber auch die ganze Woche, über die ganze Woche, der Herrscher des Schütze Merkur besonders wichtig, und das ist der Jupiter in Zwillinge. Der ist zurzeit ebenfalls rückläufig. Ganz besonders am Neumond sollten wir auf die Energie des Jupiter in Zwillinge achten. Und da geht es sehr stark um die Bereinigung deiner Kommunikationskanäle. Zwillinge und Jupiter, hinschauen, wo gibt es vielleicht ein Übermaß, wo gibt es ein zu viel an nicht mehr passenden Kommunikationspartnern. Auch die Rückläufigkeit des Jupiter sagt, wo hast du in der Vergangenheit Entscheidungen gefällt, dich irgendwo auf sozialen Medien zum Beispiel einzubringen, wo es jetzt einfach nicht mehr so passt. Also da könnten Bereinigungsprozesse diese Woche anstehen. Dazu passt auch, dass der Jupiter in Zwillinge sich allmählich dem Saturn im Quadrat nähert. Also es formt sich ein Saturn zwischen Jupiter in Zwillinge Luft und Saturn in Fische Wasser, das dann an Weihnachten ganz exakt sein wird. Aber jetzt beginnt
es schon so ins Spüren zu kommen. Und da geht es ja auch immer um die Frage, inwieweit soll ein zu viel ist gleich Jupiter reduziert werden ist gleich Saturn. Unechtes, aufgeblähtes möchte zurückgenommen werden oder zur Wahrheit geführt werden. Alles Übermaß möchte von den saturnischen Energien letztlich beschnitten werden oder zur Schlichtheit hin korrigiert werden. Und dieser Prozess beginnt eigentlich jetzt diese Woche schon, vielleicht noch unmerklich, aber ihr werdet es an dem einen oder anderen Punkt vielleicht schon spüren können, dass da, wo ihr euch zu viel vorgenommen habt oder wo auch neue Ideen kommen, die eben mit diesem großen Motivationsdrang des Drachen schnell zu einem zu viel führen könnten, gleich mal auch wieder dann abgebremst werden. Also es ist eine ein bisschen paradoxe Situation diese Woche. Sehr viel Feuer, sehr viel Schnelligkeit, sehr viel Flugideen und gleichzeitig aber auch immer wieder mal ein bisschen innehalten, bremsen, in Ruhe schauen, nachspüren. Sich dennoch auch mal der Stille anvertrauen. Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch ein gutes, kreatives und für euch erfüllendes Umsetzen dieser ganz besonderen sternenmäßigen Wochenkräfte. Danke fürs Dabeisein und tschüss.